Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Airport CEO. Wir haben den ersten Flugbetrieb hergestellt. Die ersten Privatflugzeuge sind hier schon gelandet, haben hier ein bisschen Pause gemacht und uns die ersten Einnahmen beschert. Hier kommt schon wieder der nächste. So, biegt hier schön ab. Das funktioniert hier alles mit dem Taxiway. Jetzt ist die Start- und Landebahn frei. Jetzt kommt der erste Flieger, der uns wieder verlässt. Dann gibt er langsam Gas und dann geht's los. So, hier sieht man, $400 bekommen wir für jede Benutzung der Start- und Landebahn von den kleinen Flugzeugen. Drei von fünf. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch welche bauen müssen. Aber nein, der ist schon der nächste, der abhaut. 15:33 Uhr. Der geht immer ein bisschen oder fährt immer ein bisschen früher los, weil das ist nämlich die Zeit, wo er anfängt, Gas zu geben, um zu starten. Und ja, der haut um 17 Uhr wieder ab. Und der hier bleibt sogar über Nacht. Der verlässt uns erst um 6:23 Uhr. 16 Stunden Aufenthalt. Da kriegen wir ordentlich Geld. Und apropos Geld, wir wollen jetzt mehr Geld verdienen. Deswegen bieten wir jetzt den ersten Service an. Da bereiten wir jetzt alles vor. Und zwar einen Auftankservice. Das brauchen wir auf jeden Fall nachher für die kommerziellen Flieger. So, dafür müssen wir in Economy rein. Und dann Procurement. Das ist quasi die Forschung. Und die ist momentan noch nicht freigegeben, weil wir einen Procurement-Direktor benötigen, der schaltet dann die Forschung frei. Deswegen brauchen wir jetzt das entsprechende Personal. Da gehen wir bei Staff rein, dann unter The Board. Hier sind wir ganz oben an der Spitze. Wir haben das Sagen. Und jetzt brauchen wir einen Direktor. Den müssen wir jetzt einmal anklicken. Dann suchen wir quasi jetzt eine Stelle. Und da gehen wir dann hin zu Applicants. Hier wird dann das ganze Personal, was gerade so auf dem Arbeitsmarkt ist, angezeigt. Das kann man hier natürlich schön blättern. Die sind meistens immer ganz unten. Oder wenn die Liste zu lang ist oder man nicht suchen will, dann kann man hier auch den Filter einsetzen und sagen, ich brauche jetzt den Procurement-Direktor. Und dann werden nur die angezeigt. Und ja, dann kann man natürlich die Leute selber anklicken. Dann steht hier, hallo, mein Name ist so und so, die Bewerbung. Und dann steht hier noch die ganzen Fähigkeiten, die sie haben. Was das für einen Ausfluss hat oder ob das schon Auswirkungen hat auf die Geschwindigkeit oder so, weiß ich nicht. Wir wollen Geld sparen, deswegen nehmen wir den günstigsten hier mit $27 die Stunde. Dann stellen wir den mal ein. So, jetzt kommen wir wieder zu Economy. Jetzt sind wir hier schon drin in der Forschung. Jetzt ist es freigeschaltet. Dann könnt ihr hier schon sehen, was es hier so gibt. Ein Spamfilter. Man wird hier nachher auch mit Werbung zugepflastert und dann hier für Gepäckservice, das machen wir nachher. Dann gibt es Shops, die wir bauen können. Dann Essensstände. Und hier unten ist das, was wir als erstes haben wollen. AV Gas 100 und Jet A1. Das sind zwei verschiedene Sorten an Benzin. Oder Treibstoff besser gesagt. Und ja, 6 Stunden dauert das zum Erforschen und kostet einmal $50.000 und einmal 100.000.
Die können wir auch beide gleichzeitig erforschen. Dann brauchen wir nur einmal 6 Stunden warten. So, jetzt haben wir hier schon 4 Plätze belegt. Jetzt kommt noch einer, sind 5. Also ich glaube, wir müssen hier doch nochmal schnell nochmal welche bauen. Machen wir nochmal 3 Stück hinterher. Das dauert ja auch ein bisschen, bis die kommen. So, dann können wir den Taxiway hier schon mal bauen. So. Dann machen wir mal Geschwindigkeit höher. Ja, jetzt verschenken wir leider ein bisschen was. Alle Plätze voll und wenn jetzt ein Flieger kommen würde, ja, der würde gar nicht landen, weil er gar keinen Stellplatz hat. Das ist schade, schade. Ach ja, jetzt habe ich wieder einen kleinen Fehler gemacht. Das kommt mal so in der Hektik. Wenn man hier nämlich auf den Stand geht und man klickt den einfach nur an und baut, dann seht ihr, was passiert. Ah, da hätte man hier erst auf Asphalt klicken müssen. Würde 40.000 Dollar mehr kosten. Jetzt machen wir durch ein Upgrade. Bezahlen wir dann 20.000. Dann ist es ja billiger. Wenn wir erst so bauen und dann auf Asphalt. Das ist ja lustig. So, Open, GA. So, Open, GA. Upgrade to Asphalt. Und GA, Open, Upgrade, Asphalt. Ja, das ist ja sehr interessant. Upgraden kostet 20.000 Dollar auf Asphalt. Den kleinen Stand mit Gras kostet, wie ihr seht, 20.000 Dollar. Plus die 20.000 Upgraden auf Asphalt wären 40.000. Und wenn man gleich auf Asphalt baut, kostet 60.000. Dann spart man sogar noch Geld. Das ist ja ganz interessant. Da habe ich noch nie so drauf geachtet. Aber das ist ja gut zu wissen. So, jetzt müssen wir einmal kurz warten, bis die Forschung abgeschlossen ist, damit wir hier weiterbauen können. So, und ihr seht, immer wenn eine volle Stunde ist, kommen erstmal alle Ausgaben, werden berechnet und dann die Einnahmen. Und durch unsere 5 Flugzeuge, die Standgebühren, die sie jetzt bezahlen, dann machen wir jetzt immer schon ein paar hundert Dollar Gewinn pro Stunde, wohlgemerkt, wenn die voll besetzt sind. So können wir schon mal unsere ganzen Bauarbeiter, die jetzt sinnlos rumstehen, ja, die könnte man rein theoretisch jetzt auch kurzfristig entlassen und dann wieder neu bestellen, aber das ist mir jetzt zu viel Klickerei hier. Wenn man auf jeden Pfennig achten möchte, kann man das natürlich immer Arbeit rausschmeißen, wenn nichts zu tun ist. Und wenn man dann wieder was bauen will, dann stellt man wieder Leute ein. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich will hier Arbeitsplätze schaffen auf meinem Flughafen. So, dann ist jetzt abgelaufen. Jetzt ist das unlocked. Und jetzt haben wir im Menü, haben wir jetzt hier mit Fuel, können wir ein Depot bauen und nachher später noch zusätzliche Tanks, um die Kapazität zu erhöhen. So, da brauchen wir jetzt einmal das AV-Gas. Das ist jetzt für die kleinen Flugzeuge. Für die Privatjets, die brauchen diesen Treibstoff. Und Jet A1, das ist nachher für die größeren Flugzeuge. Wir bauen dann erstmal. So, und dann seht ihr immer mit einem roten Kästchen das Symbol, kann man näher rangehen, dann könnt ihr das besser sehen.
Hier dieser Schraubenschlüssel und mit der Straße. Das heißt, benötigt an dieser Stelle Zugang zu einer Servicestraße. Die haben wir hier. Und den könnten wir weiß jetzt nicht, ob das so knapp an der am Übergang hier, ob das da so funktioniert. So, kostet 25.000 Dollar. Können wir mal ausprobieren. Dann bauen wir eine Servicestraße. Klicken jetzt auf Asphalt, damit wir immer das gleiche haben. Straße zwei Felder breit. Und dann könnten wir auch gleich das Depot bauen mit dem anderen Treibstoff. Den können wir auf die andere Seite hinsetzen. So. Und was wir auch brauchen, wenn wir nachher dann LKWs kaufen, die müssen wir dann auch haben natürlich, brauchen die natürlich auch ein Depot, wo die dann sich reinstellen können, wenn sie nichts zu tun haben. Das ist dann hier. Depot kostet 10.000 Dollar. Und würde ich mal sagen, stellen wir mal hier hin. Lassen wir hier noch zwei Felder frei für den Fall, dass wir hier noch eine Servicestraße bauen wollen. So, machen wir so. Und damit haben wir jetzt schon mal alles vorbereitet für den ersten Service, den wir gleich anbieten können. So, die letzten Kistchen abgeholt. Jetzt wird das hier alles gebaut. So, und da sind die. Da haben wir alles fertig. So, jetzt kann man hier draufklicken und dann öffnet sich hier ein Menü. Und seht ihr hier, eine Kapazität von 200.000 Litern passt hier rein. Maximum Kapazität. Und beim anderen ist genau dasselbe, 200.000. Das reicht für den Anfang locker, locker aus. Die kleinen Privatflugzeuge, die brauchen nicht sehr viel. Und jetzt wollen wir natürlich Treibstoff haben. Da müssen wir auch wieder einen Vertrag machen mit einer Lieferfirma, die uns immer regelmäßig versorgt. Da geht man hier auf Contracts. Und dann landet man genau hier im richtigen Menü. Und da gibt es jetzt schon mehrere zur Auswahl. So, Entschuldigung. Wenn man ja ganz viele Verträge hat, kann man hier auf Fuel gehen. Dann wird hier nur Fuel angezeigt. So, dann gehen wir mal hier hin bei Small. Die bieten dann an, wieder nur hier unten das Wichtigste, das AV-Gas kostet pro Liter 5.000stel Dollar und Jet A1 kostet 100stel Dollar pro Liter und die beliefern gleich 200.000 Liter. Ja, also füllen Sie den Tank einmal komplett voll. Das würde ja völlig ausreichen. Wenn wir jetzt einen größeren nehmen sollten mit Medium, die sind zwar geringfügig billiger, aber die liefern gleich 400.000 Liter. So viel verbrauchen wir gar nicht. Also nehmen wir erstmal den kleinen und dann unterschreiben wir.
Und jetzt wird automatisch, wenn der Tank leer ist oder kurz bevor er leer ist, wird dann aufgetankt. Da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Das macht die Firma, mit der wir jetzt den Vertrag abgeschlossen haben, automatisch. Und ja, da kommt schon der erste LKW. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, direkt hinter der Einfahrt. Das habe ich nämlich noch nie ausprobiert. Dann fährt er hier hin, Schranke auf, Schranke zu. Ja, und anscheinend funktioniert das nicht. Ja, das ist ja wieder genial. Wieder zu dicht rangebaut. Och Mann. Bin ich mal gespannt, ob die noch einen zweiten Versuch machen. Das ist dasselbe wie wo wir hier gebaut hatten. Nicht direkt an der Kreuzung, hatte ich ja schon gesagt. Das hatte ich noch nie ausprobiert. Direkt hinter, ja, hinter der Schranke. Sofort die Straße bauen. Gibt es hier noch einen zweiten Versuch oder anscheinend nicht. Ist wieder ganz toll. Dann müssen wir hier wieder abreißen. So, den einen können wir, glaube ich, oder? Nee, ach, ist egal. Wir reißen jetzt nochmal alles ab hier. Sehr, sehr ärgerlich. So, dann reiß doch mal ab hier, genau. Es dauert immer ganz schön lange, trotz dreifacher Geschwindigkeit. Also auf ein neues Fuel Depot. Sonst können wir die ja auch ein bisschen weiter hier hinten hinbauen, obwohl ich ja noch ein bisschen Platz haben wollte für den Fall, dass wir hier mit dem Taxiway nach rüber müssen. Können wir mal so bauen. Ja, machen wir so den einen und hier dann den anderen. Und dann neue Servicestraße, Asphalt. Auf ein neues. So, und wenn hier wieder die Materialien angeliefert. Dann könnt ihr mal sehen, was für Probleme es noch gibt. Wie gesagt, Early Access. Hier stimmt dann noch irgendwas mit der mit der Fahrt finden und so, wenn man hier so direkt hinter der Schranke baut und so, das funktioniert noch nicht. Genauso wie man direkt an der Kreuzung bauen würde. Passiert halt. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir haben ja noch 1 Million auf dem Konto. So, kaum haben wir neu gebaut, dann kommt auch sofort der Tanker. Der sieht ja hier, Tank ist leer. So, jetzt wird er los und ja, er bremst ab, das scheint zu funktionieren. Ja, sehr schön. Jetzt hält er hier an und jetzt sieht man anhand von Pfeilen, jetzt wird verladen. Dann können wir den auch mal anklicken. Und dann sieht man nachher, wie hier das Benzin rüber gepumpt wird. Man kann auch den Tank anklicken, da sieht man auch, wie der steigt. Ja, und der andere kommt auch gerade, warum der hier immer so einen komischen Wege fährt. So, das funktioniert jetzt wunderbar. Ja. Dann haben wir ja schon alles vorbereitet für die erste Serviceleistung und dann werden wir diese in der nächsten Folge anbieten und noch mehr Geld verdienen.
Und würde mich freuen, wenn du auch wieder einschaltest. Einen Daumen nach oben gibst. Natürlich auch. Lass ein Abo da, wenn du noch keins hast. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.